10 Millionen PS4s hat man bereits weltweit verkauft. Eine tolle Leistung, nur weiß keiner, woher die hohen Verkaufszahlen kommen. Jetzt ist bei Sony ist man sich unsicher, warum es so gut läuft. So sagte ein Mitarbeiter in einem Interview, es geht weit über unserer Vorstellung hinaus. Wir sind so glücklich, aber ich selbst bin etwas verunsichert, da keiner von uns so ganz versteht, was eigentlich passiert. Wir sehen das ganz ähnlich, aber wünschen natürlich viel Spaß mit den paar Spielen und unfassbar vielen Ports. Oh Maxis, nach SimCity musstet ihr merken, dass Always On ohne Grund einfach nicht klappt. Ist deswegen Sims 4 so verstümmelt? Musstet ihr unfassbar viele Features rausnehmen, da ihr ebenfalls in die Sims Always On haben wolltet? Sims-Fans haben sich zusammengeschlossen und eine Liste von 89 Dingen erstellt, die es in vorherigen Teilen gab, aber in Sims 4 fehlen. Keine Terrain-Tools, keine Swimmingpools. Die Nachbarn entwickeln sich nicht weiter, wenn man nicht mit ihnen spielt. Der Hintergrund ist ein Pappaufsteller mit Gebäuden, die nicht spielbar sind. Die Städte sind extrem verkleinert. So sieht die Map aus. Ja, kein Scherz. Keine Aliens, keine Geister, kein animiertes Haar, keine Autos, nicht mal als Deko, keine Whirlpools. Mein Gott. Bitte seid so schlau und kauft dieses Spiel nicht zum Release. Können wir bitte alle aus SimCity lernen und nicht ein unfertiges Spiel kaufen? Das neue Assassin's Creed kommt nicht für Wii U. Und alles, was danach für die Xbox 360 und PS3 erscheint, ebenfalls nicht. Es sei denn, es ist Just Dance oder was anderes familienfreundliches. Denn laut Ubisoft hat ja keiner letztes Jahr Assassin's Creed auf der Wii U gekauft. Nur ganz wenige. Und deswegen sei Watch Dogs das letzte Spiel für Wii U von Ubisoft, das eine erwachsene Thematik hat. Ubisoft, ihr könnt gerne Watch Dogs behalten. Wer es spielen und enttäuscht sein wollte, der hat es bereits getan. Und das Assassin's Creed von Ubisoft Sofia könnt ihr gerne behalten. Aber wenn ihr die langweiligen Erwachsenen-Spiele schon weglasst, wie wär's mit einem neuen Rayman? Spiel der Woche. Es erschien nichts Erwähnenswertes. Von daher schnappt euch einfach ein Gummiband und flippt es durch den Raum. Als Geheimtipp dieses Mal kein Spiel, aber ein wichtiger Hinweis. Jeder, der eine Wii U in der Premium-Ausstattung besitzt, sammelt die ganze Zeit Punkte, wenn er etwas im eShop kauft. Unter p.nintendo.net könnt ihr diese Punkte in Guthaben umwandeln. Wer also eine schwarze Wii U besitzt und schon ein paar Sachen digital gekauft hat, sollte unbedingt schauen, ob er genug Punkte für Gratis-Guthaben besitzt. Die Aktion läuft nur bis Ende 2014. Also, ja, schaut mal nach. Die deutschen Software-Verkaufscharts der Woche. Platz 5, FIFA 14. Du kleines, hartnäckiges FIFA. Da kommt FIFA 15 bald raus und trotzdem bist du noch hier. Na gut, auf Platz 5, es sei dir gewährt, wirst ja bald abgelöst. Platz 4, Minecraft. Man merkt, die Plätze bewegen sich langsam nicht mehr. Minecraft auf Platz 4, Deutsche lieben halt Klötzchen bauen. Platz 3, Tomodachi. Oh, Tomodachi sackt ab. Aber kann sich noch gut behaupten, ich meine, komm. Platz 3 für die virtuelle Sitcom. Platz 2, The Last of Us. Da rutscht es doch glatt einen Rang runter. Aber für einen Port eines noch gar nicht so alten Spiels ist doch Platz 2 total okay. Oder nicht? Finde ich. Und überraschend, Platz 1, Risen 3. Wirklich, Risen. Das hat eine derartige Fanbase? Naja, die Käufer haben es entschieden und anscheinend kommt es wirklich gut an. Und weil es so schön ist, noch die weltweiten Hardware-Verkaufszahlen. Platz 5, die PS3 mit 45.000 verkauften Konsolen. Platz 4, die Xbox One mit 50.000 verkauften Einheiten. Platz 3, die Wii U mit 57.000 Verkäufen. Platz 2, der 3DS mit 111.000 verkauften Handhelds. Und Platz 1, weiterhin die PS4 mit 119.000 verkauften Konsolen.